Hallo miteinander. Heute stelle ich euch die dorische Architekturform vor. Hier auf dem Bild seht ihr einen dorischen Tempel, ein Peripteros, um genau zu sein. Und der steht in Paestum in Italien, wurde Mitte des 5. Jahrhunderts errichtet. So, hier seht ihr jetzt ein dorisches Kapitel. Behaltet das Bild erstmal im Hinterkopf. Das ist auch aus dem Tempel in Paestum. So, anhand dieses Schemas erkläre ich euch jetzt die einzelnen Bestandteile. Wir fangen hier unten an. Das ist das die Eutynterie. Das heißt übersetzt so viel wie gerade machen. Man könnte es als Richtschicht bezeichnen, das ist eine Begradigung, damit der Tempel eben auf geradem Grund gebaut werden kann. Diese drei Stufen, das ist die sogenannte Krepis und die oberste Stufe hier wird als Stylobat bezeichnet. Dann haben wir hier die Säulen. Der Abstand zwischen den Säulen hier von Rand zu Rand wird als Interkolumnium bezeichnet und der Abstand zwischen den Achsen der Säulen, das ist das Säulenjoch. Dann die Säulen haben eine Kannelur, das sind diese Vertiefungen, es wird als Kannelur bezeichnet. Dann gucken wir uns hier das Kapitel an. Das Kapitel ist hier das obere Teil der Säule und hier diese Ringe, diese Vertiefungen, das sind die sogenannten Anuli. Dann kommen wir zu dem Echinus, das ist dieses abgeflachte, hier fast trichterförmige Teil und hier oben dieser Quader ist der Abakus. Das hier, dieser große Block, ist der Architrav. Diese Leiste ist die sogenannte Taenia. Und diese Teile mit den sechs Hubbeln sind die sogenannten Regula mit Gutae. Dann kommen wir hier oben hin. Das sind die sogenannten Triglyphen. Und hier haben wir einmal die Metopen. Die waren oft mit Reliefs versehen. Und das hier sind die einzelnen Triglyphen. So, dann haben wir hier wieder die Gutae, die wie so tropfenartig herunterhängen. Dann an dem Malus und dem Via. Dann kommen wir hier, das ist ein dieser Balken. Das ist der sogenannte Gaison. Und das hier ist der Schräggaison. Und hier oben schließt dann das Sima an. Und letztlich das Dach. Das Dach ist aus Holz errichtet und mit Schindeln gedeckt. Das hier ist ein sogenannter Akroter. Die standen auf den Tempelecken. Und dieser Löwenkopf ist einfach ein Wasserspeier. Gehen wir wieder zurück. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal genauer an. Wir sehen hier den oberen Bereich der Säule. Wir haben hier die Vertiefungen, die Anuli. Hier sehen wir gut die Kanneluren. Und das hier war der Echinus, diese abflachende Spitze der Säule sozusagen. Und hier oben dann der Abakus. Darauf sitzt der Architrav. Und das wär's
schon zu der dorischen Ordnung. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und ich werde sie euch dann beantworten. Wenn ihr möchtet, mache ich euch auch noch ein weiteres Video, wo ich nochmal ausführlicher darauf eingehe.